Guten Morgen, schön, dass ihr alle wieder da seid. Womit fange ich an? Das wird heute unser Werkzeug. Ich bin sehr gespannt. Falls du die nicht hast, ich habe hier auch noch diese Schwämme einfach mir hingelegt. Gleich mehrere auf jeden Fall. Ja, also du bist besser gut vorbereitet, also mehrere von denen gleich parat haben. Wasser brauchst du? Wir machen die erstmal nass. Also richtig nass machen. Die nehmen gar nicht so gut das Wasser auf. Starten wir einfach durch. Ich bin selber total gespannt. Das geht richtig gut. Es macht Laune gerade. Tolle Ellipsen. Nehme ich einfach nochmal eine Farbe dazu. Hey, dann nehmen wir mal einen richtigen Farbton dazu. Also, der wackelt hier. Mal gucken, ob der trotzdem geht. Nee, das geht gar nicht. Ja, das ist echt schlimm mit dem. Also zum Teil sind die sehr labil, sag ich mal. Können nicht viel ab. Ist auch immer gut, wenn du die gleich reinigst. Also ich habe die jetzt schon ein bisschen und trotzdem habe ich sie noch, aber manche gehen dann halt trotzdem kaputt. Und jetzt wische ich hier die Farben zusammen. Das mag ich schon total gerne, die Farbtöne. Kannst du einen richtigen Schwung reingeben. Diese Arbeit kannst du dir am besten deine Lieblingsmusik anmachen. Einige wissen das, was ich damit meine. Ich war nämlich auf einem Konzert und habe noch so die Musik im Kopf. Nochmal ein Farbton, nochmal ein Blau und ein neues Schwämmchen. Jetzt nehme ich mal einen anderen Schwamm, einen ganz normalen Küchenschwamm. Es geht auch, aber es ist eben doch noch anders. Du kannst nicht so wedeln wie mit dem anderen. Wedeln, das ist ja, es ist eigentlich so ein Wedeln. So, jetzt muss ich erstmal aufhören. Jetzt ist es alles nass. Jetzt muss ich, glaube ich, mal warten kurz. Schau mal, ich finde es schon ziemlich cool. Also es hat auch was, auch nur so mit dieser einen Schicht, finde ich. Ja, das kennst du. Also das ist schon im Kanal, das habe ich genauso gemacht wie dieses jetzt. Und genau, jetzt male ich gleich weiter, aber ich muss es erstmal noch trocknen. Und ich wollte es dir nur noch mal vom Nahen zeigen, weil ich es so schön finde. Es knallt so schön. Die Farben finde ich sehr, sehr schön einfach. So, jetzt mache ich das gleiche nochmal. Ich habe meine Pinsel alle sauber gemacht, meine Schwammpinsel, und mache jetzt einfach nochmal das gleiche. Also du kannst es natürlich auch so lassen. Ich will jetzt aber nochmal Spaß haben. Thank you.
jetzt habe ich gar keinen sauberen mehr. Nur noch einen, wo ich den Stiel vorhin einfach abgemacht habe. Die Farbe ist ja schon vorgegeben. Hier kann ich einfach nochmal nachziehen und so die Farben nacharbeiten, so fließen lassen. Du kannst auch immer wieder über die Farbe rüber gehen. Also jetzt auch hier mit dem Küchenschwamm tolle Linien ziehen. Jetzt keine Musik an, aber das kann ich dir nur empfehlen. Mach dir eine schöne Musik an, ruhig auch mal ein bisschen lauter, wippe dabei, dann fallen dir die Schwünge noch viel, viel leichter, die Armschwünge und die Handschwünge. Also probier das aus, mach das. Ich mache jetzt erstmal die Werkzeuge alle sauber und die Sonne scheint draußen, dann werde ich mich gleich nochmal auf die Terrasse setzen und ja, das Erlebte nochmal Revue passieren lassen. Und genau, finde ich richtig schön, gefällt mir. Hat so viel Spaß gemacht. Die Farben von unten sieht man auch immer nochmal durch. Also einfach machen. Ja, ich habe alles sauber gemacht. Die Sonne scheint immer wieder ab und zu, ist aber kalt. Das kennst du. Das habe ich, wenn ich es nicht rausschneide, vorhin schon gesagt. Das ist im Kanal und ich habe das Bild nach draußen gestellt, im Wind und in der Sonne. Da kann das jetzt trocknen und ja, es hat Spaß gemacht. Ich freue mich, dass du hier bist. Ich hoffe, du greifst jetzt auch zu deinen Farben. Es hat auch so einen Wind, so eine Windemotion, so eine positive, finde ich. Wie so ein Wind, ich weiß nicht, fällt mir jetzt gerade nur so ein. Ja, ich hoffe, du greifst auch zu deinen Farben und gehst an den Malplatz. Wir können auch nochmal zu mir reingucken. Ich freue mich, dass du hier bist, dass wir beide hier immer zusammen unseren Sonntag starten. Und ja, du greifst jetzt auch zu deinen Farben. Im Buch findest du auch was zu dem Thema Schwamm, da kannst du noch mal reingucken. Ansonsten guck auch unter das Video, da stelle ich immer einen Link hin, da sind die ganzen Materialien aufgelistet, da kannst du reingucken. Guck gerne auch auf meinem Blog, da informiere ich immer noch mal sehr vielseitig über die ganzen Themen rund um die Malerei und natürlich auch technische Herausforderungen werden da mal aufgenommen und erklärt. Also schau da gerne hin. Und jetzt danke ich dir für dein Like. Vielen, vielen Dank, dass du das Video likest. Das ist wirklich wichtig. Dankeschön, dass du das tust. Und danke für dein Abo. Das freut mich, dass wir hier immer noch weiter wachsen und diese Gemeinschaft so wertschätzend und freundlich miteinander umgeht und du mir auch mitteilst über den Kommentar, dass es dich gibt, dann ist es für mich einfach auch nochmal ein bisschen ja, lebendiger und nicht nur so digital. Also Dankeschön und hab einen ganz schönen Sonntag. Tschüss!